Aeroflot schließt Stationen im Ausland, aber auch die russischen Fluggesellschaften müssen irgendwie bei der Flotte anscheinend umplanen. Wer von Berlin nach Nordamerika fliegen möchte, kann dies demnächst direkt tun. Und weiter geht's mit IHG, die den Start des neuen Programms verschoben haben, irgendwie auf unbestimmt. Ach ja, und wer bei ITER noch keinen Statusmatch gemacht hat, geht wieder. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Besonders in der heutigen Folge. Denkt aber dran, dass ihr die Glocke anmacht, nachdem ihr abonniert habt, das ist der Abonnierbefehl, den Kommentar unten gelassen hat und uns ein Like dagelassen hat. Danke dafür. Im ersten Kommentar heute werde ich zu dem Stammtisch einen Link auf Facebook schicken. Den habe ich auch schon einigen geschickt, die sich auf WhatsApp angemeldet hatten. Nur damit ihr es wisst, wer kein Facebook hat, braucht sich nicht unbedingt da anzumelden. Das ist einfach nur für uns, damit wir einen Überblick haben. Ansonsten gilt wie immer 29. März, 18 Uhr, Hyatt Place am Frankfurter Flughafen. Dort sind schon einige Leute angemeldet. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Zusagen bekommen. Also insofern, es wird lustig, wie immer. Aeroflot. Also Aeroflot darf ja nicht mehr nach Europa fliegen, darf ja auch andere Ziele, Nordamerika oder sowas, nicht mehr anfliegen. Und insofern ist es halt für die Fluggesellschaft Aeroflot natürlich sinnvoll, da die Stationen auch zu schließen. Man hat ja mehrere Stationen. Man sieht das ja auch an den Zielen zum Beispiel. Die Aeroflot, die Rossia und die Popeda sind 29 Stationen oder sowas in Europa. Und diese werden halt betrieben von lokalen, aber auch von russischen Mitarbeitern. In Deutschland gibt es ja mehrere Stationen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, an verschiedensten Flughäfen, und die werden jetzt einfach geschlossen. Die Schließung der vorhandenen Einrichtungen und die entstehenden Kosten sollen natürlich damit reduziert werden. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du nicht fliegen darfst. Und damit ist das Thema relativ dann gegessen. Ja, ganz genau. Also das heißt, von russischer Seite nur allzu verständlich. Abgesehen davon, die könnten auch, glaube ich, irgendwie nicht die Rechnung zahlen, weil SWIFT ja auch gesperrt ist. Für andere Fluggesellschaften aus Europa hat das natürlich auch Folgen, wie zum Beispiel die AirBaltic, die kann nicht mehr über Kaliningrad fliegen, weil diese eine russische Enklave macht Flüge zum Beispiel wesentlich länger. Dubai, der Flug, wird damit rekordverdächtig, was die A220 angeht, irgendwie über fast 8 Stunden. Und die Blockzeit ist sogar über 8 Stunden. Also insofern ein spannendes Spiel. Anderes Thema ist auch für die Russen natürlich, was machen sie mit der Flotte? Ja, ganz genau. Also das heißt, man bekommt ja keine Ersatzteile mehr von europäischen Flugzeugen. Man hat sich ja jetzt ein paar Airbusse einverleibt, hatte gehofft, dass man aus Peking Ersatzteile bekommt. Aber Peking hat gesagt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Also auch irgendwie ein unzuverlässiger Partner. Und in Europa hat man ja quasi Sanktionen verhängt. Die Sukhoi Superjet 100 und die Beriev BE 200 haben einfach ihre Zulassung in Europa verloren. Und die MC 21, das neueste Projekt, sag mal einfach, machen wir auf Eis, machen wir, kümmern uns nicht drum. Ja, was soll man in Russland machen? Man hat dann Flugzeuge, die im Kurzstreckenbereich unterwegs sein können. Und man hatte ja früher die Tupolev 204 oder die Ilyushin, die 96er. Und ja, vielleicht baut man die wieder. Das heißt also, das kann ja da eine Reaktion sein, dass also Fluggesellschaften, die S7, UTR, Aeroflot oder wie sie alle heißen, Rossia, ich habe es ja eben alle genannt, die müssen dann halt was anderes nehmen und dann muss man halt auf die Sanktionen ja, ganz einfach eingehen. Und die Irkut, die kannst du natürlich, also die MS-21 oder die 100, werden halt beschleunigt, dass sie komplett aus russischem Bestand gebaut werden. Und da muss man halt einfach schauen. Man hat ja auch die 96-400M bereits vorgestellt. Also da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert, ob man da jetzt mit den neuen Triebwerken eventuell an den Start geht, wenn man das schafft. Oder aber auch, dass man die Serienfahrtung von der Tupolev und der 204er und der 96er-400M, da dann, ist das 400M, was hatte ich gesagt? 400M, ja, war richtig. Dass man da eventuell dann die Produktion hochfahrt und Serienproduktion macht von alten Flugzeugen und diese Großraumflugzeuge, die man hat, Mittelstreckenflugzeuge, wäre die Tupolev 2.4 und die Tupolev 2.14, dann wäre das möglich. Ich meine, Tupolev baut noch einige oder hat gebaut einige der 2020er Ilyushin,
Aber man kann ja so eine Serienproduktion wieder aufnehmen, ist ja kein Problem. Und die neue Variante, die man vorgestellt hat mit 402 Reisenden, hat man zwar Abstand von genommen, dass man das baut. Und es gibt auch wenige Flugzeuge, zum Beispiel als Doomsday-Version. Das ist das, wenn die Atombomben zugeschlagen haben und die Präsidenten, die Amerikaner haben ja eine 747 als Doomsday-Maschine, gibt es allerdings. Aber vielleicht werden die bauen. Was sollen die denn machen? Und was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, dass das für die ein Weg ist des Gangbaren, dass man sagt, hey, ja, das müssen sie machen? Ich glaube eher, dass das aus der Not geboren ist und damit halt einfach das Einzige ist, was sie machen können. Also insofern, ich weiß es nicht. Also ich finde es einfach schade, aber gut, so ist das halt. Vielleicht ist der Konflikt auch schneller zu Ende, als man denkt und dass man auch wieder sich da einigen kann. Langstreckenflugzeuge sind auch Flugzeuge, die von der United eingesetzt werden. Und zwar möchte die United zum Beispiel nach Newark fliegen von BER. Ja, aus der Mark Brandenburg nach New York vor die Stadttore. Und zwar im Sommerflugplan. Auch will man fliegen nach Washington. Lufthansa ist natürlich Co-Chair Partner. Und es gibt ja auch diese Joint Venture darüber, dass also im Prinzip, dass die Umsätze geteilt werden, egal wer fliegt und so weiter und so fort. Also insofern Lufthansa gar nicht so böse. Wäre halt eine gute Idee, aber leider keine Honsacke, mein war ja United. Ja, auf jeden Fall hat der United-Verkaufsleiter Thorsten Lettnin mit der Flughafenchefin vom Berliner Flughafen Aletta von Massenbach diese Verbindung am Donnerstag auf der Pressekonferenz angekündigt, eingesetzt werden. 767 mit 214 Sitzen, die auch eine Premium Economy haben, die Polaris haben mit 2 Meter langen Schlafsesseln. Und das soll ganzjährig anfangen ab dem 28. März. Und Washington ist dann eine saisonale Verbindung, die zwischen dem 27. Mai und 29. Oktober geht. Man sagt natürlich, dass man in Berlin da riesige Nachholbedarfe hat. Und man sagt auch, dass es ein bisschen mit Tesla zusammenhängt, weil Tesla natürlich von Berlin aus die Leute dann wieder nach Amerika ins Werk schicken muss und so weiter. Fände ich spannend. Hatten wir ja auch vom BMW zum Beispiel von München aus nach Indien, was, Bangalore? Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach unten in die Kommentarspalte rein, wenn ihr wisst, welche Strecke das war in Indien. Ja, natürlich arbeitet man mit der Lufthansa zusammen. Also insofern gibt es da keine Probleme. Was soll man noch sagen? BR hat natürlich einige Langstreckenkunden gehabt, also oder hat sie immer noch. Das wäre dann zum Beispiel Smartlynx-Gut oder Qatar. Und damit wäre dann ein neuer Player wieder am Markt. IHG, da hatte ich ja das neue Programm vorgestellt. Das sollte ja jetzt im März kommen. Irgendwie habe ich noch ein paar Tage gedacht, wo ist denn das Programm? Und jetzt haben sie halt einfach das, was sie am 19. Januar gesagt haben, nö, das machen wir nicht. Also es wird dann irgendwie auf ein paar Monate verzögert. Grund gibt es eigentlich nicht und das ist halt das Thema. Also ich denke mal, dass das Rewards-Programm einfach der jetzigen Zeit zum Opfer gefallen ist. Bei Lufthansa ist das neue Programm ja auch zum Opfer gefallen, weil man kein Geld hatte, was Neues zu programmieren. In Anführungsstrichen Geld hätte man schon gehabt, aber man möchte halt das Geld wirklich nur dafür verwenden, wofür man es braucht, und das ist das Fliegen und die Hauptumsatzbringer, und ein neues Programm bringt halt kein Geld. Und insofern schauen wir einfach mal nach, und ich glaube einfach, wenn das neue Programm kommt, werden wir das noch merken. Ich finde die neuen Änderungen nicht ganz so schön. Wenn man guckt, es gibt einen neuen Silberstatus, der halt die alten Goldbedingungen hat. Dann gibt es den neuen Goldstatus, der 20 Nächte oder 40.000 Punkte braucht. Platin braucht 40 Nächte, aber man muss da dann halt wirklich 60.000 Punkte machen. Und der Spire, der vorher mit 70.000 zu bekommen war, den gibt es dann nicht mehr. Den gibt es nur noch als Diamond. Da muss man zwar nur 70 Nächte bringen, aber man muss dann 120.000 Punkte übernachten anstatt schlafen, anstatt 75.000. Ich bin mal gespannt, wann die paar Monate zu Ende sind, und dann schauen wir einfach mal weiter, was da passiert. Wer bei 3 nicht auf den Bäumen ist, der hat ja ein ITA-Status-Match bekommen von Volare. Und Volare ist das Programm. Natürlich, der Start war so ein bisschen problematisch. Warum? Ganz einfach,
weil die Leistung teilweise nicht abgerufen ist. Es gibt keine physikalische Karte, ohne physikalische Karte kommst du nicht in die Lounge und so weiter und so fort. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, wieder den Status-Match zu machen. Wie kann ich den Status-Match machen? Einfach bei Volare anmelden, die Nummer nehmen und dann denen eine Kopie von der alten Karte, also die alte Karte von dem Programm, welches gibt, ich gehe gleich drauf ein, und dann möchte man jetzt mittlerweile auch eine Identity Card, also das heißt ein Personalausweis, Reisepass habe, damit da man nicht sowas, damit Schindluder getrieben wird. Ich selber muss das nicht machen. Ich habe ja meinen Hon auf den Executive gekriegt, also auf den höchsten Status. Und diese Status ist richtig. Wer es falsch sagt, kriegt von mir Schläge normalerweise, also muss ich mich doch selber schlagen. Also nochmal ganz einfach, bei Fluggesellschaften schickt das hin und dann kriegst du das und das soll irgendwie bis Mai vonstatten gegangen sein. Also 15. Mai ist der Stichtag. Ja, folgende Fluggesellschaften gibt es: Aerolinas Argentinas, Air Europa, Alitalia, natürlich das alte Mille Miglia, Air France, American BNA, British Airways, Czech, Delta Airlines, El Al, Emirates, Iberia, Korean, Lufthansa, Middle East, Qatar, Royal Saudi, Singapore, Swiss, TAP, Tarom, Turkish United. Lustigerweise ist die SAS mittlerweile nicht mehr dabei, aber ich habe Leute gehabt, die haben mit der SAS einfach hingeschickt und dann haben sie es trotzdem gut geschrieben. Also insofern würde ich das einfach mal so hinnehmen. Anmeldung erfolgt bis zum 15. April, das heißt also dann einen Monat, bevor die bestätigt werden. Normalerweise geht es schneller und dann seid ihr Mitglieder bei Volare. Und es gibt dann halt, man möchte halt wirklich, dass ihr Ulisse, Frecce, Alata Plus, das sind die Alitalia Alten, dann Silver, Gold, Platinum, Frequent Traveler, Senator, Horn Circle sein. Und dann ist es so, die vorher schon damit dabei gewesen sind, die werden nicht da nochmal teilnehmen können. Dann, was gibt es noch? 15.05. gibt es den Status. Und es gibt auch einen negativen E-Mail, wenn ihr das nicht bekommt. Ich habe einige gehört, die haben nie was gehört. Also insofern gucken wir mal. Und die digitale Karte gibt es sofort. Bla 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 und so weiter und so fort. Also insofern SkyTeam. Wer noch nicht den Status-Match gemacht hat, schreibt es einfach unten, ob ihr den Status-Match schon gemacht habt oder nicht. Gut wäre es zu wissen, einfach nur so, damit wir da mal uns austauschen. Und ganz, ganz wichtig ist einfach die Glocke anmachen, nachdem ihr uns abonniert habt. Und kommentieren hatte ich ja schon gesagt, aber liken. Jetzt, wo ihr bis zum Ende durchgehalten habt, liked einfach und denkt an den Stammtisch. Im ersten Post ist auch der Link zu Facebook mit dem Stammtisch. Und ich wiederhole es nochmal, wer kein Facebook hat, kann sich auch einfach per E-Mail an mich wenden, hätte ich fast gesagt. WhatsApp geht natürlich. WhatsApp-Link in den Shownotes. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV mit ein paar Sprachstörungen im Bereich Status und morgen wieder in alter und frische. Bis dann. Ciao.